Hallo. Einige laufende Projekte der Kunden, teilweise Kunden, die einfach keine Zeit haben und sagen, baut ihr mir das fertig, ich habe jetzt zu viel zu tun, ich möchte es gerne fertig aufgebaut haben. Sehr schön, cool. Ja, ansonsten zeige ich ja ganz gerne, wir sind ja im Herzstück der Werkstatt hier, finden die weiteren Montagearbeiten statt, die man jetzt hier schön sieht, werden die Messingteile, Kipprücken, Bordwände etc. zusammengesteckt, die ganzen Verbindungen werden überprüft. Das Ganze kommt dann später hier zum Verlöten, damit die Verbindungen schön fixiert sind. Und natürlich alles von Hand. Ja, wenn ich okay. hier einmal kurz rumschwenke, kann man hier nochmal einen Blick drauf werfen auf die einzelnen Komponenten. Hier sieht man jetzt zum Beispiel einen Arm vom Kranmodell, vom Pfahlfingerkran. Und auch hier ganz schön zu sehen, die einzelnen ausgefrästen Teile. Und diese kleine Steckverbindung, die man jetzt hier sieht, dienen im Prinzip für das erste Fixieren der Teile. Okay. Hier haben wir jetzt den Arbeitsplatz vom Robin-Kran, der für die weitere Montagearbeit zuständig ist. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Laderaube, die einfach mal so ein Funktionscheck da ist zum Überprüfen. Sieht auch schön eingesetzt im Gelände. Ja, und da haben wir schon den Herrn Brandt, mein Papa, der Sie jetzt gerne weiter durchführen wird, noch ein paar Sachen erklären wird und wenn Sie Fragen haben, einfach fragen. Super, vielen Dank. Okay, dann sehen wir uns nachher nochmal. Wünsche ich erstmal viel Spaß. Dankeschön, gut. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ja, Herr Siegen, Sie haben ja ein Bild heute abgeholt und Sie wollen jetzt ein bisschen wissen, wie das Ganze hier funktioniert, der Ablauf. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Konstruktion. Da sehen Sie, wie im Prinzip der Ablauf beginnt in der Konstruktion, dann wird also dann die Teile grundsätzlich wie im Fahrzeugbau also konstruiert, dann werden die Fräsprogramme geschrieben etc. Dann gehen wir so ein bisschen chronologisch die verschiedenen Abteilungen durch, dass Sie mal so wissen, wie Ihr Modell da entstanden ist. Super, ja? Sehr, sehr gerne. Gut. Prima. Ja. Gehen wir jetzt gerade mal zum Herrn Michalek. Ja. So, das ist der Herr Michalek. Hallo. Ah, hallo. Hallo. Ah, hier wird konstruiert. Hier wird konstruiert und gebastelt und jo, alles, was technisch so gemacht werden will. Anleitungen, Dokumentationen, Stücklisten, ja. Zeichnungen. Also im Prinzip, das ist wie in der realen Welt der Fahrzeugindustrie, wenn die Fahrzeuge hier eben komplett konstruiert. Hier sehen wir jetzt auch gerade zufällig, da ist jetzt so eine Konstruktionszeichnung vom Kranmodell, ist hier offen. Kannst du gerade mal das aufziehen? Der ist noch nicht voll geladen, das dauert jetzt noch einen Moment. Ja. Also im Prinzip werden hier jetzt, wie bereits erwähnt, die Modelle komplett konstruiert. Dann werden natürlich die Modelle auch soweit, sagen wir jetzt, die auf Funktion am Rechner getestet, dann werden da die Fräsprogramme geschrieben. Die Fräsprogramme, die kommen dann in unseren Fräsraum, das schicken wir dann im Prinzip über die Datenleitung auf die Fräsen. Die werden natürlich manuell bedient, aber es sind natürlich CNC-gesteuerte Fräsen, das kann ich Ihnen auch gleich mal zeigen. Und dann gehen wir mal so die nächsten Stationen an. Super. Das ist jetzt im Prinzip das Chassis, also das Fahrgestell, Chassiszeichnung von einem 4-Achs-Belastsattelzugmaschine mit dem Kran, mit einer Ballastpritsche, die abnehmbar gestaltet ist, die also über die Sattelkupplung befestigt ist. Alles natürlich komplett am Rechner konstruiert.
Jetzt habe ich hier mal eigentlich das Kernstück vom Kran, sprich die hydraulische Drehdurchführung, die ich jetzt auch hier im Prinzip als Bauteil habe, 10 Spuren Drehdurchführung, damit der Kran endlos schwenken kann, dass keine Schläuche abreißen, dass das alles fest ist, im Prinzip hier so alles am Rechner entwickelt. Und das heißt jetzt hier 10, das heißt jetzt das was? Das sind im Prinzip 10 Spuren, also im Prinzip immer abwechselnd Dichtung, Ölspur, Dichtung, Ölspur, Dichtung, Ölspur. Okay. Deswegen sind es natürlich hier ein paar mehr als 10. Okay. Und das heißt, wie viele Ölleitungen gehen da quasi dann durch? Sind 10 Ölleitungen. Sind 10 Ölleitungen. 10 Ölleitungen, okay. Für 5 Zylinder, also pro Zylinder 2 Ölleitungen, macht 10 Stück. Hier werden jetzt natürlich auch die angesprochenen Fräsprogramme geschrieben, die dann entsprechend über Netzwerkleitung in den Fräsraum übermittelt werden. Und das kann ich Ihnen jetzt auch mal zeigen, wenn Sie es möchten. Sehr gerne. Wie es da weitergeht. Ja? Okay, ja. Prima. Also hier werden jetzt im Prinzip die Teile gefräst. Wir verwenden Aluminium oder beispielsweise Messing, weil Messing kann man natürlich wunderbar weiterverarbeiten, kanten, löten etc. Das zeige ich Ihnen dann in der Werkstattbeschreibung. Oder aber wir haben hier jetzt zum Beispiel die Grundteile, die werden jetzt auf Euro 6 angepasst und entsprechend verarbeitet. Okay. Kann man das sehen zum Licht her oder? Ja, geht, ja. Das sieht man jetzt hier im Prinzip gut. Das ist das Material, was wir hier hauptsächlich verwenden. Ne? Okay. Also das sind jetzt. Hier im Prinzip sind es alles jetzt nur Teile für Achsen und Getriebe. Das heißt, die ganzen Bauteile, die Sie hier sehen, egal was es ist, ob es Schaltmuffen sind, das sind jetzt Radnaben oder hier, das sind für Außenplanetenachsen, sind es gefräste Teile oder aber. Wir haben hier Schaltmuffen für Differentialsperren. Wir haben Differentialkörbe. Ja, Wahnsinn, wie viele Teile das sind. Wie viele sind denn eigentlich jetzt in so einem Modell, wenn man jetzt so einen Bausatz nimmt? Kann man das sagen, wie viele Teile das sind? Also, ich muss ein bisschen ausschweifen. Wir müssen mal eins machen. Wir müssen mal ein Modell wirklich Bestandteile bis ins Letzte zerlegt fotografieren, weil wir können selbst nicht abschätzen. Also die interne Schätzung mit Schrauben, die liegt so in etwa bei 5000 Teilen, ja, Wahnsinn. Aus denen Modell besteht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel gerade hier sehen, das ist jetzt von der Vorderachse, ist es der Doppelkardankorb. Oder es sind hier, das sind jetzt von der Vorderachse die Würfel für das Kardangelenk. Es sind so unsagbar viele Teile und alle Teile, das ist die Besonderheit, sind, das sind jetzt zum Beispiel für Radladerachsen vormontierte Teile. Okay. Ja, das sieht man auch, es ist alles aus Edelstahl und Lagerbronze gefertigt. Ja. Also wirklich Maschinenbau ist es. Und alle Teile, die Sie hier sehen, egal wo, sind alles Teile, die speziell angefertigt werden für Scale-Art-Modelle. Das heißt, keine DIN-Teile. Sie können keins dieser Bauteile irgendwo im Handel kaufen. Es ist alles bei uns konstruiert, es ist alles bei uns dokumentiert. Diese sehr komplexen Teile, die geben wir dann an Spezialfirmen, die diese für uns fertigen. Aber wie gesagt, wir greifen auf keinerlei Teile zu, die wir aus dem freien Handel kaufen können, weil die wären dann nicht geeignet. Oder?